Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute reden wir über ein sehr heikles Thema. Und zwar rede ich darüber in zwei Richtungen, einmal ermahnend, aber auch einmal ermutigend. Ja, je nachdem, aus welcher Richtung ihr für euch persönlich auf das Thema, ja, schauen müsst. Ja, was so für euch gerade dran ist. Es geht um das Thema Neid, Habsucht, Missgunst. Und ich würde euch gern kurz, ja, Zeugnis ist nicht wirklich, aber so eine kleine Gegebenheit dazu erzählen und euch auch dazu erzählen, wie es mir da so die letzten 2,5 Jahre gegangen ist und was jetzt so auch eine Lernaufgabe von mir ist, mit der ich umgehen muss und ja, mit der ich auch mit Christus umgehen kann, denn ich habe ja das Wort Gottes und habe seine Gnade, habe seine Gunst. Aber ich hatte heute Morgen tatsächlich so im Herzen, dass ich mit euch darüber mal reden soll. Also egal in welche Richtung, ja, neigt euer Ohr, vielleicht wird es ein bisschen unbequem. Aber wenn es unbequem wird, dann nehmt es und legt es wirklich dem Herrn hin, damit es verändert werden kann. Ja, haltet daran nicht fest, denn wenn ihr daran festhaltet, dann hindert es euch, dass ihr weiter geistig wächst. Und vielleicht habt ihr bestimmte Dinge, die ihr euch, ja, die ihr gerne hättet. Vielleicht habt ihr Dienst, vielleicht habt ihr andere Dinge, wo ihr gerne den Segen Gottes hättet. Und das könnte halt tatsächlich so eine Sache sein, die verhindert, dass das in euer Leben fließt, was ihr euch wünscht. Okay, also was war los? Also dieses Video, das drehe ich zwar, also drehe ich, aber ich musste mal, das hängt da, dass das nicht so rumkippt. Betrifft eine Sache, die, also einen Beitrag im Broadcast, den ich schon vor ein paar Wochen gedreht habe. Und zwar, wer im Broadcast ist, erinnert sich vielleicht daran. Und zwar habe ich euch auch ein Foto gemacht von meiner Leseecke, in der ich dann tatsächlich, nachdem ich diesen Korbstuhl gekauft habe, richtig viel schon drin gesprochen habe. Ja, also es ist wirklich so zu einem Platz geworden, wo, ja, wo ich Gemeinschaft mit dem Herrn habe und wo ich auch ganz viele eurer Beiträge im Broadcast einspreche. Aber als ich dieses Foto gepostet habe, und habe dann noch mal so kurz drüber nachgesinnt, hat mein Fleisch eigentlich gesagt, ich soll das wieder rausnehmen. Nimm das raus. Und ich hatte aber den Eindruck, der Herr sagt, nein, lass es drin. Also habe ich das Bild drin gelassen, habe dann gebetet. Und es war auch kurze Zeit später passiert, habe ich eine Mail bekommen vom Dienst. Also es gibt dann immer, wenn jemand zum Beispiel monatlichen Betrag gibt und hat es irgendwie eingestellt und das wird dann wieder gekündigt, dann bekommt man eine Nachricht. Normalerweise, also ist mir das noch nie aufgefallen. Also es war wirklich tatsächlich das erste Mal, wobei das bestimmt schon öfter der Fall war. Also ich kontrolliere das nicht. Aber tatsächlich an diesem Morgen ist mir das eben aufgefallen. Und ich habe dann so kurz darüber nachgedacht und habe gedacht, das wird doch jetzt nicht vielleicht im Zusammenhang damit stehen, dass ich da jetzt mir einen neuen Stuhl gekauft habe, ja, den ich ja nicht von dem Geld vom Dienst gekauft habe. Also alles Geld, was auf das Ministries-Konto geht, ja, das ist ein Verein, das ist eine eingetragene Organisation, ja, da darf ich nicht hingehen und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt bei IKEA einen Stuhl, ja, und der Verein bezahlt's. Also das ist einfach nicht der Fall, ja, von den Geldern, die bei auf dem Vereinskonto eingehen, wird halt in erster Linie mal die ganze Verwaltung, alles drumherum. Material, was wir dann eben auch kostenlos weitergeben, von finanziert. Also das, da ist nichts Privates irgendwie von mir. Wie gesagt, es geht da hauptsächlich um, wird da eben der Dienst mitfinanziert. Es war also tatsächlich eine komplett private Sache. Aber ich hatte so diesen Gedanken, ich habe es dem Herrn hingelegt, weil ich wissen wollte, war das, soll ich das wieder rausholen? Ich kann das ja auch wieder löschen. Und ich hatte dann den Eindruck, dass er mir sagt, nein, du musst mal über Neid und Missgunst reden. Oh, und das ist ja doch so ein unbequemes Thema. Aber da ich damit echt Frieden habe, kann ich da auch gut mit euch reden. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass es dem einen oder anderen wirklich hilft, auch wenn ihr vielleicht erstmal mit den Zähnen knirscht, ja. Und wie gesagt, auch die andere Seite, weil ich erzähle euch dann, das mache ich dann so im zweiten Teil.
was so meine Herausforderungen sind, ja, wie da mein Denken ist, was genauso oder war, was eben ganz genauso ungut ist, ja. Also es geht da jetzt nicht darum, diejenigen zu verurteilen, die damit noch zu kämpfen haben. Das liegt mir wirklich fern, sondern ich möchte euch gern helfen. Ja, ich möchte gerne euch aufzeigen, warum es wichtig ist, dahin zu gucken. Ne, ist für euch selber gut. Und genauso ist eben die andere Variante, die Herausforderung, die ich dann habe, glaubt ja nicht, dass sie irgendwie angenehmer sind. Die sind genauso herausfordernd, dann mit Segen zum Beispiel umgehen zu können. Ja, also ich hatte dann den Eindruck, der Herr sagt, rede darüber. Was, über was genau soll ich reden? Also, wie es auch im Titel steht, bitte nicht mehr als ich habe. Bevor wir, ich habe locker 10 Bibelstellen, die wir gemeinsam lesen, und wir gehen auch in das Gleichnis mit den Arbeitern im Weinberg, weil das lesen wir auch zusammen. Ich denke, das kann euch ganz viel Frucht bringen, wenn ihr das mal sacken lasst. Wisst ihr, mit Neid und Missgunst und Habsucht ist es meistens im Leben so lange gut, bis diese Waage kippt. Ja, also zum Beispiel, jemand, der viel hat, gibt unter Umständen auch gerne her. Es gibt auch welche, die wenig haben. Also ich spreche jetzt wirklich mal zu denen. Hey, wir sprechen zu allen. Und ihr guckt, lasst euch vom Heiligen Geist zeigen, was für euch wichtig ist. Also, wenn man viel hat, ist man unter Umständen großzügiger, ja, weil man also nicht so Angst hat, das zu verlieren. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man viel hat, und weil man viel hat, wird es zu einer Sucht und man will einfach immer mehr haben, ja. Aber Neid und Missgunst, also gibt es natürlich auch bei denen, die von allem zu Genüge haben, ja, die Millionäre sind, Milliardäre sind. Also ich glaube jetzt nicht, dass einer von denen hier zuguckt, sondern ich spreche, glaube ich, eher zu dem normalen Menschen, Durchschnittsbürger, wo vielleicht sogar eher Mangel herrscht. Und wenn man dann eben etwas hat und soll jetzt etwas abgeben, und das bedeutet quasi, dass der andere jetzt dadurch mehr hat als ich. Also ich gebe von mir etwas weg und sorge dafür, dass jemand anderes dann mehr hat als ich. Ja, ich glaube, das ist so der Punkt, an dem Spreu und Weizen sich teilen. Also wo Spreu und Weizen auseinandergeht, wo wir wirklich sagen können, okay, den Punkt müssen wir uns angucken, weil ansonsten ist man, glaube ich, kann man sehr vernebelt noch sein, sehr verführt sein, sehr von falschen Geistern geleitet sein und man merkt es gar nicht. Ich glaube, in dem Moment, wo es darum geht, also ich hatte so heute Morgen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so der Fall ist. Also das will ich auch dieser Person überhaupt jetzt nicht in den Mund legen oder das irgendwie verurteilen. Es war einfach der Gedanke, der da war, und ich hatte den Eindruck, ich soll darüber reden. Ja? Also in dem Moment, wo vielleicht auch, und da spreche ich auch für geistliche Leiter, ja, also da spreche ich wirklich auch für die Menschen, die du vielleicht auch kennst, oder auch für alle anderen, die vom Herrn berufen sind zu einem Dienst. Ich weiß, dass es Dienste gibt, die, ich weiß noch vor 2,5 Jahren, also als ich frisch im Glauben war, hatte ich zu einer Schwester Kontakt und ich wollte halt so wissen, wie das so im Vollzeitdienst ist. Und dann hat sie gesagt, ja, wir haben unser Haus verkauft und ich könnte jetzt keine Miete davon bezahlen. Also wenn ich darauf angewiesen wäre, und die hatte irgendwie, ich glaube, so 3.500 Abonnenten auf YouTube, wenn ich darauf angewiesen wäre, davon meine Miete zu bezahlen, ich bin froh, dass mein Mann arbeitet. Puh, da dachte ich damals, okay, das ist aber jetzt nicht das, was Gottes Wort sagt. Ja, also ich weiß, dass es eben auch Leiter gibt, die da diesen Segen nicht haben. Und vielleicht, ja, kann da der ein oder andere sich das Thema wirklich ganz ehrlich, authentisch anschauen. Vorsicht! Jesus ist für alle Sünde ans Kreuz gegangen. Es geht nicht darum, jemand deshalb zu verurteilen, sondern es geht darum, freizusetzen. Wir alle haben durch das, wenn wir neu geboren sind, was Jesus für uns getan hat, wenn du Jesus aufgenommen hast und du bist gerettet, du bist neu geboren, dann hast du den vollkommenen Segen Gottes mitbekommen. Ja, das ist das Erbe, das wir bekommen haben. Und entsprechend diesem Erbe wollen wir eben auch lernen zu leben.
Und wenn jemand aber daran festhält, an diesen alten Dingen, dann ist das, glaube ich, keine gute Sache. Ja, das eine ist im Glauben schwach zu sein, das andere ist es besser zu wissen und trotzdem weiterzumachen wie bisher und einfach zu sagen, es geht mich nichts an. Ja, es ist, ich sag jetzt mal, der Finger in der Wunde tut so weh. Ja, also ich spreche da auch wirklich mal ja dafür, wenn man Dienste unterstützt oder dann halt zum Lebensunterhalt beiträgt, so wie es eben auch in der Apostelgeschichte steht. Wie es gesagt wird, an vielen Stellen in der Bibel soll es heute nicht unser Thema sein, aber dann auch noch, ich sage jetzt mal, der erste Schritt ist, etwas zu geben, ja, und vielleicht sogar selber zu bestimmen, ja, was jetzt mit dem Geld geschieht. Und da ist eine Sache völlig falsch. Das Geld gehört uns nicht. Also überhaupt gehört alles Gott, und wenn wir sagen, dass wir neu geboren sind, dann sind wir Gottes Eigentum. Das heißt, alles, was wir haben, gehört Gott. Es gibt nichts mehr, was ich in meinem Fleisch irgendwie, ja, worüber ich entscheide und über die anderen Sachen unterscheidet Gott. Das schließt sich einfach aus. Wenn ich Gottes Eigentum geworden bin, wenn ich mich dazu entschieden habe, Gottes Eigentum zu sein, dann gehört eben auch alles, was ich habe, dem Vater. Und jeder, der da noch eine Trennung macht, ja, zwischen, und ich, ja, Jesus, lass uns mal vielleicht wirklich in Matthäus 6, 24 gehen. Ich habe mir extra die Bibelstellen jetzt rausgesucht und verlinke sie euch auch. Und dann könnt ihr das auch nochmal ganz in Ruhe für euch durchstudieren. Weil es ist, glaube ich, wirklich, nicht nur glaube ich, es ist ein elementares Thema. Und jeder, der mehr von Gott haben will, muss sich mit diesem Thema beschäftigen. Ihr kommt da nicht drum herum. Wirklich nicht. Ihr kommt nicht drum herum. Matthäus 6,24: Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ja, also dann sagt ja auch Jesus, macht euch keine Sorgen und so weiter. Ja, warum brauchen wir uns keine Sorgen zu machen? Weil wir Gottes Eigentum geworden sind. Wir gehören Gott jetzt. Wir sind seine Kinder. Jesus ist der Erstgeborene und wir sind auch mit die Erstgeborenen der neuen Schöpfung. Wir sind eine neue Kreatur geworden. Wir sind etwas ganz Neues geworden. Und dieses ganz Neue ist frei von diesen Dingen. Und wenn ich neu geboren bin und immer noch aber diese Haltung habe, das ist jetzt mein Geld, dafür bin ich arbeiten gegangen, dann stimmt was in den Grundgedanken nicht. Ja? Dann legt es hin. Weil aus diesen Dingen heraus kommt dann Neid und Missgunst, ja? Wenn ihr jetzt, also ihr wollt jetzt Geld geben, ja, und dann eben, sag ich mal, zu bestimmen, was mit diesem Geld gemacht wird. Ja, jetzt rede ich mal kurz mal von meiner Seite. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie es mir ging. Also das ist jetzt schon einige Zeit viel, viel besser geworden. An der einen oder anderen Stelle habe ich diese geistlichen Kämpfe noch, aber nicht mehr so wie zu Beginn. Deswegen kann ich da auch ganz gut drüber reden. Mit was hatte ich so zu kämpfen? Ich hatte damit zu kämpfen, dass ich gemerkt habe, dass die Menschen eben nicht freigebig geben. Ja, sie geben, also zum einen geben sie, weil es ihnen selber gut tut. Also sie geben nicht Gott. Wenn wir geben, dann ist, ich sage jetzt mal, die beste Haltung, dass wir erkennen: Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin Gottes Eigentum geworden. Alles, was mir gehört, gehört Gott. So wie ich bin nackt gekommen, nackt werde ich gehen. Ja, ich bin mit nichts hier auf diese Welt gekommen, auf diese Erde, und ich werde mit nichts in die Ewigkeit gehen. Alles, was ich hier habe, ist mir gegeben, um es zu Freude daran zu haben, um es zu genießen, um Gutes damit zu tun, weil Gott mir es gegeben hat. Ja, das ist so die Haltung. Also ich bin ein Kind Gottes, alles, was ich habe, gehört dem Vater. Und wenn jetzt bei mir etwas reinkommt und ich bleibe als Christ, als neugeborenes Kind Gottes in dieser Haltung, ich gehe arbeiten, dafür bekomme ich Geld, ja, dann
Kommt ihr aus diesem Fleischlichen, kommt ihr nicht raus. Ihr müsst auf diese geistliche Ebene kommen. Und in dieser geistlichen Ebene bedeutet es, du gehst irgendwo hin und arbeitest, ja, damit du auch was zu tun hast, damit du nicht einfach nur faul den ganzen Tag irgendwo rumsitzt, sondern dass du einen Nutzen bringst hier auf der Erde. Und Gott segnet dich damit mit Geld und er benutzt deinen Arbeitgeber dazu. Ja, aber alles gehört Gott. Es war so eine. War so eines der ersten Dinge, die ich damals ja, erfasst habe in der Bibel und wusste, okay, da muss ich mal mein Denken ändern. Dass ich quasi alles, was ich tue, tue ich für den Herrn und der Herr versorgt mich, so wie es Jesus gesagt hat. Und woher er das schickt und auf welchem Weg er das macht, das ist alleine seine Sache. Auf der anderen Seite kann der Herr nichts segnen, wenn wir nichts tun. Das heißt, wenn wir nur daheim rumsitzen und gar nichts machen, was will Gott dir segnen? Ja, also Faulheit wird er nicht segnen. Das ist einmal ganz klar, ja. Das lesen wir auch in den Sprüchen. So, also das ist so der erste Fehler, ja, zu denken, es gehört einem selber. So, und wenn es einem selber gehört und man gibt das jetzt her und der andere hat jetzt plötzlich mehr, dann sieht man auch, dass das Geld dem anderen gehört. Ja, ich sage jetzt mal vielleicht in meinem Fall, oh ja, jetzt habe ich der Claudia was überwiesen, jetzt gehört es der Claudia. Ja, oder was eine ganz, ganz, gar nicht gute Haltung ist, habe ich auch erlebt schon im Dienst und habe das auch, wenn ich die Leute kannte, habe ich es kommuniziert, ist dieses, oh, die arme Claudia, die müssen wir jetzt unterstützen. Ich bin nicht die, also von Anbeginn des Dienstes, auch wenn ich vieles nicht hatte, war ich nicht arm. Ich habe mich auch nie arm gesehen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes, das in den Vollzeitdienst gegangen ist und wo einfach durch die Umstände begründet, ich quasi gar nicht, wie soll ich sagen, wisst ihr, der Segen kann auch dann nur proportional zu dem wachsen, wie viele Menschen ich erreiche. Und wie viele Menschen merken, dass das, was ich hier mache, eine gute Arbeit ist. Die sagen, das, was die Claudia macht, ist eine gute Arbeit. Ich will diesen Dienst unterstützen. Ich will diesen Dienst segnen. Ich will, dass die sich keine Gedanken darum machen muss, ob sie ihre Miete bezahlen kann oder ob sie vielleicht mal in Urlaub fahren kann. Aber da kommen wir schon an den Punkt. Ja? Es gibt Menschen, die sagen, ja, erst einmal muss ich in Urlaub fahren, aber die Geld zu geben, damit die andere Person etwas tut, was ihr vielleicht gut tut, wisst ihr, da hört es oft schon auf. Und das sind ganz schwierige Haltungen und die müssen wir uns anschauen, weil das ist nicht Gottes Geist. Ja, das ist nicht Gottes Geist. Deswegen lasst uns mal, um uns mal Gottes Geist anzuschauen, lasst uns mal gehen in das Gleichnis mit den Arbeitern im Weinberg, weil ich finde, dass das richtig gut dazu passt. Ich persönlich bin sehr dankbar für Geschwister. Zum Teil sind die schon von Anfang an dabei, die mir Unterstützung geben, ja, die mich halt beim Lebensunterhalt unterstützt haben, aber auch geistlich unterstützt haben, die wirklich auch, bei denen ich auch gemerkt habe, dass sie sich freuen, wenn ich zum Beispiel mir was Schönes kaufen kann. Nehmen wir jetzt mal diesen Korbstuhl, ja, mit dem diese ganze Geschichte so ein bisschen hochgeploppt ist. Ja, die einfach sich mit mir freuen können, dass ich etwas Schönes habe. Aber wenn ich selber halt viel Schönes habe, kann ich damit noch gut umgehen. Die Frage ist, wie sieht es aus, wenn es in meinem Leben gerade nicht so ist? Kann ich dann auch so freimütig abgeben? Kann ich zugucken, dass es jemand anderem scheinbar gerade besser geht als mir? Kann ich zugucken, dass jemand anderes gerade mehr Segen hat wie jemand anderes? Und ich weiß von einer Schwester und ich finde, das ist echt, vielleicht kann sie irgendwann selber mal, wenn die Zeit reif ist, darüber mal Interview geben und Zeugnis geben. Sie weiß jetzt, wen ich meine. Aber das ist einfach, wisst ihr, da habe ich echt auch Tränen in den Augen, ja, wo ich einfach wusste, das war eine Person oder ist eine Person, die hat selber so wenig gehabt, war aber die ganze Zeit immer großzügig und war so in diesem Vertrauen, dass sie gesegnet wird. Und der Herr hat übernatürlich Dinge getan. Also da kommen mir echt die Tränen, weil ich es einfach so schön finde. Ja, weil ich es einfach so, so schön finde. Und das ist den Glauben, den wir brauchen.
Ja, das ist, und da geht es mir gar nicht um mich, ja, das, ich bin da raus. Ich muss diesen Dienst machen, weil der Herr ihn mir gegeben hat. Und ich kann auch eines sagen, ich bin dankbar, dass der Herr mir die Gnade gegeben hat, nicht käuflich zu sein. Also das ist etwas, also bei mir braucht, also da könnte mir einer jetzt 1 Million auf den Tisch legen, der dafür bekäme nicht eine andere oder bessere Begleitung oder Jüngerschaft wie einer, der mir gar nichts gibt. Ja, da gibt es bei mir wirklich keinen Unterschied. Und die, die mich kennen, die wissen das auch. Und genauso würde ich jemanden, der mir 1 Million gibt, genauso die Wahrheit ins Gesicht sagen und ihm sagen, pass auf, das, was du da machst, das ist nicht richtig, das ist falsch, deine Gedanken sind falsch, wie ich das bei jemandem mache, der gar nichts gibt. Ja, das ist für mich einfach, sind diese Menschen da einfach gleich. Ich habe das komplette Vertrauen, dass der Herr sich um mich kümmert, so wie er es geschrieben hat. Und ich hatte zu kämpfen mit den Menschen, die, wie soll ich sagen? Wisst ihr, man merkt das ja auch irgendwo, ja? Ich habe es dann das ein oder andere Mal auch angesprochen, ja? Und ich habe auch schon bei jemandem, den ich kannte, das Geld zurückgegeben, weil ich wusste, dass diese Person mir den Zehnten gegeben hat, war einfach nur ein Häkchen auf einer Liste. Und sie fühlte sich damit wohl. Und ich habe dann mit dem Herrn also das ist jetzt wirklich einmal vorgekommen, ja, also das ist jetzt nicht, dass das da permanent vorkommt, aber in dem Fall hat der Herr mir gesagt, diese Person sucht selber ihre Ehre. Und in dem Moment, wo sie das macht, fühlt sie sich gut. Und in dem Moment, wo du das zurückgibst, wird ihr erstmal die Ehre genommen. Weil es ist nicht ihre Ehre, es ist zu meiner Ehre. Ja, es ist, das Geld, wenn ihr euch überlegt, alles gehört Gott, dann haben wir, ich sage jetzt mal, wir haben zwei Geschwister und ja, der eine hat vielleicht einen Dienst, der andere nicht und alle beide sagen, das Geld gehört Gott, ja. Dann ist bei demjenigen, der es hat, der fragt, was soll ich damit machen? Und Gott sagt, okay, gib dort etwas hin. Und so mache ich es immer. Wenn Geld zu mir kommt, bete ich immer darüber und sage, Vater, es ist deins, was soll ich damit machen? Es war bisher immer so, dass er mir gezeigt hat, wo ich was weggeben soll oder wo ich jemandem eine Freude machen soll, was ich machen soll. Also es ist immer was für mich übrig, ja, auf jeden Fall. Und es ist aber auch immer etwas, es ist immer etwas da für andere. Und er bestimmt das, weil es gehört nicht mir. Und ich persönlich hatte das Problem, gehabt. Ich habe so den Eindruck, dass ich so mit der letzten kleinen Krise, Herausforderung, das jetzt hoffentlich durchbrochen habe. Ja, also ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr, dass es jetzt durch ist. Das werde ich jetzt sehen beim nächsten Mal. Aber bei mir war das so, dass ich diesen Segen, als Segen kam, ich das nicht ertragen konnte. Ich konnte das nicht ertragen. Ich konnte den Segen nicht ertragen, weil ich mich, ich sag jetzt mal, als würden die Geschwister, die das geben, mit dem Fernglas da stehen und würden jetzt beobachten, was ich damit mache. Ja, macht sie damit jetzt auch was Gutes, siehst du? Aber wer bestimmt denn, was ich damit mache? Ja, ich kann euch jetzt zum Beispiel eine Sache wirklich sagen, also so, dann gehen wir in das Gleichnis. Was echt eine schwierige Sache für mich war, und das ist jetzt halt noch gar nicht so lange her, das fing tatsächlich mit diesem Sitzplatz da auf meinem kleinen Mini-Balkon an und dem Stuhl, in dem ich gearbeitet habe. Und dann hat der Herr mir gesagt, jetzt ist mal dein Schlafzimmer dran. Ja, also man muss dazu sagen, ich hatte einen wunderschönen Schlafzimmerschrank. Einen 2,30 Meter hohen Schrank, also einen ganz neuen Schrank, ja, hat nicht wenig Geld gekostet. Damals, da wo ich gewohnt habe, waren ja hohe Räume, 3,60 Meter hoch. Hatte einen hohen Kleiderschrank, hatte einen tollen Kleiderschrank, war ein Kleiderschrank nach meinem Herzen. Und ich konnte diesen Kleiderschrank nicht mitnehmen, ja. Und dann habe ich diesen Kleiderschrank mehr oder weniger neu an eine junge Familie verschenkt, die 4 Kinder hatten, die nicht viel Geld hatten. Und der junge Mann, der war so dankbar, dem habe ich dann ganz viele Sachen einfach damals mitgegeben. Ja, habe den also gar nicht wirklich verkauft.
Das heißt, ich bin umgezogen hier in diese Wohnung und hatte also keinen Kleiderschrank und hatte auch bis zu dem heutigen Zeitpunkt keinen Kleiderschrank. Ich hatte mein Schlafzimmer, ist noch nicht mal fertig renoviert gewesen. Es war nicht wirklich neu gestrichen. Es sind noch die alten Dübel von den alten Schränken des Vormittags drin. Und ich hatte eine, beziehungsweise habe es immer noch, zum Zeitpunkt, wo ich jetzt das Video aufnehme, habe ich es immer noch. Meine Kleider hängen einfach auf einem losen, ja, wie man das so aus den Läden kennt, ja, so ein Rollteil mit Stange, dort hängen meine Klamotten drauf, ja. Also das war einfach für mich, ich bin Jesus nachgefolgt, ja. Es war für mich einfach klar, ich muss diesen Schritt gehen und Gott kümmert sich um alles andere. Ja, dann habe ich jetzt halt mal keinen Kleiderschrank, ja. So, und jetzt nach. Ich wohne jetzt hier 2 Jahre. Nach 2 Jahren sagt der Herr zu mir: Jetzt ist dein Schlafzimmer dran. Jetzt machen wir dein Schlafzimmer schön. Und ich habe mich von ihm leiten lassen und habe ihn gefragt, wie ich das machen soll. Und er hat mir das alles gezeigt. Und mit auch wieder einem Sessel, ja, also der Herr weiß, kennt mein Herz und weiß, dass ich einfach gerne an verschiedenen Plätzen sitze, um zu arbeiten. Und wieder eine schöne Sitzgelegenheit. Und innerhalb von ein paar Tagen kam Segen, so dass ich quasi dieses Schlafzimmer neu machen konnte oder neu machen kann. Ja, es steht jetzt an. Aber ich hatte echt zu kämpfen, ja. Ich hatte echt zu kämpfen, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was sagen jetzt wohl die Leute, die Geld zu meinem Lebensunterhalt beitragen, ja? Die sagen jetzt vielleicht, Claudia, also, aber das hier nicht. Das hätte ich jetzt, also dafür habe ich mir das jetzt nicht gedacht. Und jeder, der das hat, der sollte das dem Herrn hinlegen und sollte das prüfen, weil. Jetzt kommen wir zu dem Gleichnis. Diese Haltung, diese Gedanken sind nicht Gottes Gedanken. Wir schauen uns an, was Gottes Gedanken sind, wie Gott die Dinge sieht. Und zwar gehen wir in Matthäus 20. Ich habe die NGÜ-Fassung. So, da bin ich wieder. Ich musste gerade mal kurz den Speicherplatz prüfen, dass das nicht abbricht, das Video. Also wir gehen zu Matthäus 20, das Gleichnis von dem Weinbergsbauer. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Dinar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergsbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei dem Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Dinar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen, aber auch sie erhielten jeder einen Dinar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Dinar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun mal einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten.
auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, also dann geht's weiter. Also, diese Stelle, darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Also wir sehen hier, dass, also ich finde dieses Gleichnis einfach wirklich sehr einprägsam. Und ich glaube, dass jeder bei diesem Gleichnis sich so die Hand aufs Herz nehmen kann und geht ehrlich zum Vater. Er ist gütig, er ist treu, er ist gerecht, er bestraft niemanden, es gibt keine Standpauke, sondern er freut sich über jeden, der einsichtig ist und zu ihm kommt und sagt, das ist ein Problem in meinem Leben und ich möchte gerne, dass sich das verändert. Er geht so ran an die Dinge. Und wir sehen hier, er wollte nun mal dem Letzten genauso viel geben wie dem Ersten. Und dann auch noch dieser schöne Satz, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein. Wisst ihr, ich glaube, es gibt viele, die sich Christ nennen und viele gute Dinge tun. Aber an die Kernthemen, die Gott wichtig sind, gehen sie nie ran. Und das sehe ich als Problem an, denn sie bauen auf ihre eigene Gerechtigkeit, also sie bauen auf ihre eigene Form von, was ist richtig und was ist falsch. Ich glaube, es ist wirklich eine Grundhaltung, wenn ich neu geboren bin, dass mich Gottes Wort interessiert. Dass mich interessiert, was Gott wichtig ist und was nicht. Dass mir wichtig ist, wichtig wird, was Gott verabscheut und was ihm wohlgefällig ist. Und viele übertünchen das, indem sie einfach so diese Dinge tun. Wisst ihr, dann, ich hab einen schönen Satz von einem Bruder gehört, da musste ich echt lachen und das fand ich wirklich klasse. Der hat gesagt, ich habe die Schnauze voll von den ganzen Weltverbesserern, die noch nicht mal ihr Zimmer aufräumen können. Fand ich sehr lustig und dachte, ja, das passt so ein bisschen. Ja, die ganzen Christen, die sich positionieren und zeigen, was sie alles für tolle Dinge tun, aber im Kernthema, da gehen sie nicht ran. Ja, das schieben sie weg. Das ist so wie eine Wand, die Schimmel hat und ich klebe einfach eine Tapete drüber, ja? Dann sieht's mal schön aus. Aber wie Jesus ja auch uns von den Pharisäern erzählt hat, ja, wie sieht's innen drin aus? Wie ist der inwendige Mensch? Wie ist der wirklich? Es geht nicht um die Fassade. Es geht um das, was innen drin ist. Und mit den Gleichnissen kann der Heilige Geist einfach überführen. Wenn wir im geistlichen Wachstum uns eben dahin entwickeln, dass alles Gott gehört, dann erlauben wir ihm auch, damit zu machen, was er sagt. Und wer bin dann ich, dass ich mir anmaße, darüber zu urteilen, was jemand damit macht. Ich möchte euch gerne noch ein Beispiel dazu geben. Dann gehen wir einfach alle Bibelverse dazu durch. Ich habe vor, ja, ist jetzt auch schon länger her, ich glaube, es waren 2019, habe ich mal 2, 3 aufeinanderfolgende Videos gemacht zum Thema Geld. Auch Joyce Meyer Wohlstandsevangelium und habe so verschiedene Dinge aufgegriffen. Also ich hatte persönlich, das sind einfach Geschichten, die ich erlebt habe. Ich muss da gar nichts irgendwie erfinden. Ne? Also ich habe auch sehr zu Beginn des Dienstes ist eine Frau meinem Dienst gefolgt, mit der ich öfter telefoniert habe und die auch in den Dienst zum Beispiel von Joyce Meyer gespendet hat und die sich tierisch darüber aufgeregt hat und die gesagt hat, ja, die hat so viele Häuser und so und wenn ich so viel Geld hätte, brauche ich dann noch ein Haus oder noch eine Villa. Und dann habe ich ihr gesagt, du bist mit dem Thema Geld noch nicht ausgesöhnt. Sag ich, es ist Gottes Angelegenheit. Es ist einzig und allein Gottes Angelegenheit. Und wisst ihr, zum einen sagt uns Jesus in dem Gleichnis mit der Frau und dem Pharisäer, als sie Opfergabe gebracht haben, hat Jesus gesagt, dass wir gemessen werden nicht an dem, was wir nicht haben, sondern an dem, was wir haben. Ja, mit anderen Worten, viele sind sehr großzügig da drin, Geld auszugeben, das sie vielleicht irgendwann einmal hätten. Aber das, was sie haben,
Damit sind sie sehr geizig, also da geben sie nichts her. Also Jesus sagt, wir werden nicht gemessen an dem, was wir nicht haben. Ja, also fang nicht an zu sagen, wenn ich jetzt mal eine Million hätte oder wenn ich im Lotto gewinne, dann würde ich. Das ist die falsche Haltung. Wir können immer. Ja, uns geht da nicht primär darum, Geld abzugeben oder andere, es geht auch darum, andere Dinge abzugeben. Geben können wir immer. Aber das Liebste des Menschen ist das Mammon, ist das Geld. Und solange wir da drin keine Heilung haben, nicht die richtigen Gedanken und Sinne haben, bin ich davon überzeugt, wird jemand auch nicht mehr bekommen, so wie es Jesus gesagt hat. Und ich wollte aber mehr. Ich wollte den Segen und ich wusste, ich muss da meine Gedanken aufräumen. Ja? Nehmt das ernst. Und dann habe ich damals in dem Video auch noch gesagt, urteile nie über das, was jemand hat, scheinbar öffentlich sichtbar, bevor du nicht weißt, was er hergegeben hat. Es gibt Menschen, Prediger, die geben 80% ihres Geldes weg und behalten 20%. Was ist daran verkehrt? Wisst ihr, wenn man es mal ganz radikal nimmt, wärst du bereit, 80% deines Brutto herzugeben und 20% zu behalten und dich auf so einzurichten mit einer kleinen 20 Quadratmeter Wohnung, dass es mit deinen 20% reicht? Ja, aber die haben ja viel mehr, das ist ja kein Vergleich. Nein, Jesus sagt, wer im Kleinen nicht treu ist, wird es auch im Großen nicht sein. Es ist eine Haltung. Wenn ich mit dem wenigen, was ich habe, nicht gut verwalte, werde ich auch nicht gut verwalten, wenn ich viel habe. Das ist so. Jesus sagt uns das. Und also damit sagt es Gott und Gott ist kein Lügner. Also wenn Gott uns sagt, wenn du es im Kleinen nicht kannst, dann vergiss es, dass du es im Großen kannst, weil es ist deine Herzenshaltung. Ja, wenn du im Kleinen nicht bereit bist oder wenn du, wisst ihr, ich muss es jetzt wirklich nochmal ausdrücklich sagen, ja, weil ich will keine Kurzschlusshandlungen nach diesem Video, ja. Also ich will keine Kurzschlusshandlung, dass ihr anfangt, euer Geld wegzugeben. Das liegt mir fern, das sollt ihr bitte mal nicht tun. Was ihr machen sollt, ist mal ins Gebet gehen in dieser Sache, ja. Wenn ihr merkt, dass ihr das zum Thema habt, dann muss das geklärt werden. Weil sonst habt ihr immer noch einen Fuß im Reich des Teufels. Und solange ihr einen Fuß im Reich des Teufels habt, kann Gott euch nicht all das geben, was er euch geben will. Er kann es nicht. Also urteile nicht über große Prediger, was die alles haben. Mach noch ein Beispiel, das habe ich jetzt gerade im Herzen auch jetzt passiert, diesen 2,5 Jahren, dass jemand dann, ging es um einen anderen Prediger und dann hat ein Prediger den anderen auseinandergenommen, ja, und hat dann irgendwie Zahlen offengelegt und so weiter und ja, und wie viel Geld der hat und so. Und dann habe ich dann ganz nüchtern gesagt, sag ich, weißt du, dieser Mensch, der dieses Video macht, hat ein enormes Problem mit Geld. Hätte er dieses Problem mit dem Geld nicht, hätte er nicht 4 Anzeigen in seinem Video geschaltet. Der Titel war so aufgemacht, dass man dieses Video anklickt, ja. Das heißt, ich habe da mal ausgerechnet, habe gesagt, jetzt muss man sich doch einfach mal ausrechnen, wie viel Geld er damit verdient, dass er den anderen so verurteilt und hochnimmt. Ja, nimm's einfach mit. Ich für mich kam von der anderen Seite, ja. Ich will mich damit nicht rühmen, weil das war einfach das sind genauso Herausforderungen. Glaub nicht, dass das irgendwie leichter ist, ja. Das mag scheinbar frommer aussehen, aber es ist genauso sündig wie das andere auch. Ich habe dann zum Beispiel zu Beginn, als ich dann im Vollzeitdienst war, habe ich manchmal fast alles weitergegeben, was kam. Und ich habe das noch nicht mal gemerkt, ja.
Ich hab das überhaupt nicht gemerkt, ja. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch so eine Art, wie soll ich sagen, so ein Privatdarlehen. Ich habe immer gesagt, das ist mein Stipendium, ja. Von dem konnte ich einige Dinge bezahlen. Und ja, das zahle ich natürlich auch zurück jetzt, aber ich konnte da halt drauf zugreifen. Und in dem Moment, dass ich das so konnte, hat das mir vertuscht, dass ich nicht damit umgehen konnte, das Geld anzunehmen. Ich habe also fast 1:1 alles wieder hergegeben, was man mir gegeben hat, und habe quasi von meinem Privatdarlehen gelebt. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich quasi bei diesem Privatdarlehen nichts mehr in Anspruch nehmen konnte. Da, weißt du, das war noch aus eigener Kraft. Ja? Letztendlich war das auch aus eigener Kraft. Ich konnte da dann nichts mehr in Anspruch nehmen. Ich stand, also das war dann quasi fertig, ja. Dann dachte ich, gut, jetzt komm, jetzt muss ich ja irgendwie das nehmen, was die Leute mir geben. Und dann war das halt wieder anders schwierig, ja, weil da habe ich dann gemerkt, dass manche quasi mir gegeben haben, weil sie mich als arm ansahen. Und ich habe gesagt, hey, ich bin Gottes Kind, du gibst Gott. Ja, wenn ihr gebt, gebt ihr nicht. Ihr müsst aus dieser fleischlichen Ebene raus. Ihr müsst gucken, was passiert im Geistlichen. Ihr gebt es Gott zur Ehre. Ja, wenn ihr einen Dienst segnet, egal welcher das jetzt ist, ja, es muss jetzt nicht meiner sein, aber egal welchen Dienst du segnest, du gibst dieses Geld Gott. Ja, du gibst es nicht dieser Person. Das muss man sich einfach mal klar machen. Und wer da diese Gedanken noch nicht hat, legt es hin, dass der Heilige Geist sich verändert. Also ich wusste zwar in meinem Kopf, dass sie das eigentlich Gott geben, aber ihre Haltung war ja falsch und ich habe das irgendwie gemerkt. Und damit ging es mir halt irgendwie schlecht, ja. Also mir ging es permanent schlecht. Mir ging es noch bis vor kurzem permanent schlecht, wenn irgendwie Geld kam. Weil ich permanent den Eindruck hatte, ich muss das jetzt irgendwie rechtfertigen, ja, vor den Menschen. Wenn die mir was zum Lebensunterhalt geben, muss ich das irgendwie, ja, ich darf das jetzt nicht für irgendwas Unsinniges. Wisst ihr, nein, ich gebe es für das aus, was der Herr sagt, wofür ich es ausgeben soll. Und wenn er sagt, oh Claudia, heute könnt ihr euch mal eine Pizza bestellen, ja, da hatte ich schon ein schlechtes Gewissen und dachte, oh, jetzt bestelle ich mir eine Pizza, ja. Und die Person, die mir es vielleicht gegeben hat, die. Ja, solche Gedanken hatte ich. Das ist alles nicht gut gewesen. Ja, da spreche ich vielleicht auch mal zu Leitern. Das sind einfach keine guten Gedanken. Das heißt, ich brauchte genauso wie manche andere, brauchte ich diese Haltung. Diese Menschen geben es Gott. Und wenn sie die falsche Haltung haben, ist es ihr Problem. Ja? Dann, ich muss diese Haltung einnehmen, wie Gott sie einnimmt. Und wie Gott es sieht, und wenn Gott sagt, das ist jetzt Segen für dich, und dann soll ich mich darüber freuen. Und ich habe mich oft nicht darüber gefreut. Ich habe oft war es für mich purer Stress. Ja, es war wirklich purer Stress. Bis hin halt jetzt kam ja dann diese Sache mit dem Schlafzimmer und dann gab es eine Schwester und wir haben da über eine Sache erzählt und sagt sie, der Herr hat mir das ins Herz gelegt, ich soll dir das geben. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht annehmen. Sagt sie doch und ich wusste, dass es einfach von Herzen kam von ihr. Und ich hatte einfach so mega Probleme, das anzunehmen, um mich darüber zu freuen, ja, wirklich mich darüber zu freuen. Und das ist eben die andere Seite, ja, vielleicht. Kennst du eben auch die andere Seite, dass du sagst, okay, ich habe kein Problem damit, immer wegzugeben. Dann prüfe halt auch, gibst du weg, weil es dir schwerfällt, das zu behalten. Also wenn der Herr dir sagt, gib's weg, dann ist es gut, dass du weggibst. Vielleicht wisst ihr manchmal, also ich musste halt auch ja lernen, ja, wir müssen immer lernen und oder wir lernen immer, alles dient Gottes Kindern zum Besten oder wie es in der Gute Nachricht steht, hat mir eine Schwester mich darauf aufmerksam gemacht, zum Heil, ja, finde ich sogar wirklich fast noch das bessere Wort. Alles dient Gottes Kindern zum Heil, ja, zum Besten, zum Heilwerden, zum Ganzwerden. Das heißt, egal welche Situation du hast, sie hilft dir, ganz zu werden. Ja, du wirst ganz, du wächst immer mehr in diese Fülle Gottes hinein. Und das ist wirklich sehr wichtig, also das Thema, sich diesem Thema anzunehmen.
Wir lesen jetzt mal die Bibelstelle, das habe ich euch jetzt versprochen, jetzt habe ich viel gesprochen. 1. Korinther. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt wieder die Offenbarung 3 im Kopf habe. Ich lese sie nochmal. Ich muss jetzt nur mal gucken, ab welchem Vers das war. Offenbarung 3 ab dem Vers 7. Schreibe an den Engeln der Gemeinde in Philadelphia, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der mit dem Schlüssel Davids und der den Schlüssel Davids hat, wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde ich zu dir kommen und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Also, wenn wir jetzt mal hier statt dem Wort Juden eben auch das Wort Christen nehmen, ja, also, der Herr wird Menschen, die sich Christen nennen, zu denen schicken, die sich nach Gottes Wort gerichtet haben, und sie werden quasi zuschauen müssen, dass Gott sie liebt und sie segnet. Das ist eine harte Nummer. Das ist wirklich eine harte Nummer. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich möchte diejenige sein, die oben sitzt und die gesegnet wird. Also ich möchte nicht eine Christin sein, eine Nachfolgerin sein, die Gott irgendwo hinschickt und schickt und ich muss zugucken, wie Gott die anderen segnet. Also das ist eine harte Nummer, ja. Kann man mal drüber nachdenken. So, 1. Korinther. Oh je, das wird wieder Debatten geben nach diesem Video. Aber meistens sind es die Leute, die dann wirklich so verblendet sind, die der Feind ganz erfolgreich von der Wahrheit fernhält. Und damit eben auch vom Segen, der auf sie wartet. 1. Korinther 6, ab dem Vers 9. Da sagt Paulus, muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält? Macht euch nichts vor. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Ja, nicht meine Worte, sagt Paulus. So, ich glaube, wir müssen hier einen Unterschied machen. Ja, wir müssen einmal den Unterschied machen zwischen denen, die einfach noch im Glauben schwach sind, ja, aber bei denen wird es Stück für Stück besser werden. Und denen, die sich auf so eine, ja, einfach auf die Gnade berufen, aber weitermachen wie bisher. Ja, die im Grunde genommen hören mir zu, sagen, ja, Claudia, das stimmt, aber sie machen weiter wie bisher. Sie wollen es nicht ändern. Und dann ist es für mich auch gut, ich stelle mir sowieso dann persönlich die Frage, sind diese Menschen überhaupt neu geboren? Weil, wenn sie neu geboren sind, dann werden sie vom Heiligen Geist verändert und dann sind sie hingegeben, dann wollen sie das, ja. Aber wer das halt hört und nicht einsichtig ist und nicht einsieht, dass das sich ändern muss, wisst ihr, dann frage ich mich, hat der schon erfasst, worum es geht? Ja, hat derjenige das Evangelium schon erfasst? Dann gehen wir mal weiter, gehen wir mal in, oder einmal zurück, 1. Korinther 5. Müssen wir mal zu der ganzen vielen Gnade, über die wir so in der letzten Zeit gesprochen haben, mal wieder harte Worte sprechen.
1. Korinther 5, ab dem Vers 11. Darum, sagt Paulus, darum schreibe ich euch jetzt noch einmal unmissverständlich. Habt mit niemand etwas zu tun, der sich zur Gemeinde zählt und trotzdem ein unmoralisches Leben führt oder geldgierig ist, Götzen anbetet, Verleumdungen verbreitet, ein Trinker ist oder andere beraubt. Lasst einen solchen Menschen also auch nicht mehr an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Paulus spricht da quasi von den Menschen, wir können es ja nochmal lesen ab dem Vers 10, dabei dachte ich natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr zwar in dieser Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Wenn ihr den Kontakt mit allen vermeiden wolltet, die ein unmoralisches Leben führen, geldgierig sind, andere berauben oder Götzen anbeten, bliebe euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen. Darum schreibe ich euch jetzt noch einmal unmissverständlich, hab mit niemand etwas zu tun, der sich zur Gemeinde zählt. Ja? In der Guten Nachricht, glaube ich, steht es, der sich Bruder nennt. Ja, es bedeutet, die, die es besser wissen. Paulus sagt uns ganz klar, die, die es besser wissen und sind nicht bemüht, nicht bestrebt, an diesen Dingen etwas zu ändern, habt mit denen keine Gemeinschaft. Ja, warum wohl? Weil ihr Herz mehr noch für das Reich des Teufels schlägt, wie für das Reich Gottes. Ja, also sie haben im Grunde genommen diese Grundsatzentscheidung wahrscheinlich noch gar nicht getroffen. Ja? Dann habe ich noch für euch Epheser 5,5. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Ja, das sind klare Worte. Ja, wisst ihr, Gnade hin oder her. Gott hat uns so große Gnade erwiesen, dass er uns aus diesen Fängen der Habgier befreit hat. Ja? Das heißt, wenn ich daran festhalte, sage ich im Umkehrschluss, ich will eigentlich gar nicht in Gottes Reich. Ich sehe eigentlich gar nicht ein, warum ich mich verändern sollte. Es ist doch gut, was ich hier habe. Sondern ich hoffe, dass das, was ich sage, dass das bei euch auf fruchtbaren Boden fällt. Echt. Wenn es nötig wäre, würde ich mein Leben lang im Wohnwagen leben. Wenn ich damit ausschließe, oder wenn das der einzige Weg wäre, mich von dieser Habsucht zu trennen. Aber das muss ich nicht, weil Jesus hat mich von der Habsucht getrennt. Und weil er mich von dieser Habsucht getrennt hat, durch das, was am Kreuz passiert ist, kann ich jetzt in dieses Leben hineinwachsen, wo es gesund ist. Ja, wo ich einfach sehe, das, was ich habe, gehört mir nicht, es gehört dem Vater und er entscheidet, was ich machen soll und so mache ich's. Und wenn ich das mache, bin ich in seinem sicheren Rahmen und mir kann nichts passieren. Ja? Also ich habe zum Beispiel schon in meiner Hefte habe ich mehrere kleinere Karteikarten, habe ich schon 2019, glaube ich, war das, oder Anfang 2020 habe ich das gemacht, habe ich gebetet, da war, also der Dienst ist da noch lange nicht, ja, also ich glaube noch lange nicht bei solchen Zahlen, ja. Also wir haben 330 Abonnenten ungefähr. Also es ist ein engerer Kreis, die meinen Lebensunterhalt finanzieren. Und dennoch habe ich schon jetzt von Gott ganz klare Angaben haben wollen, was ich haben darf oder was er sagt, was ich haben kann im Monat zur freien Verfügung. Und alles andere werde ich weggeben. Also ich bin froh, dass ich das jetzt schon habe, weil jetzt habe ich einen Rahmen
Und solange ich mich in diesem Rahmen bewege, ist alles gut. Und es ist eben Neid und Missgunst von anderen, zum Beispiel, die vielleicht dann finden, man müsste andere Sachen machen oder man müsste mehr machen oder man müsste es so machen oder so darf man es nicht machen. Wisst ihr, Menschen wollen ganz viel mitreden, wie dieser eine Bruder gesagt hat. Ja, viele wollen Weltveränderer sein und können ihr eigenes Zimmer nicht aufräumen. Ja, das muss einfach jeder für sich mit dem Herrn klären. Dann gehen wir nochmal in Jakobus 4. Ich habe in dieser Bibel kein Register drin. Jakobus 4. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen, ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht und nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit eurem Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ja? Also ist eigentlich so eine klare Stelle und wir können dann nochmal parallel dazu gehen in Galater 5. Also das Wort ist da schon sehr klar. Habe auch die ganze Zeit noch Psalm 1, gucken wir auch noch. Und zwar ab dem Vers 19. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. So, Jesus hat uns ja gesagt, wie im Himmel so auf Erden, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Das heißt, das Reich Gottes fängt jetzt schon an, seit Jesus da ist, sich auf der Erde aufzubauen. Ja, das heißt, der Leib Christi baut sich ja auf der Erde. Und die Gemeinde findet sich, ja, die Braut. Und das Reich Gottes wirkt ja jetzt schon unter uns. Und es passt ja auch dann zur Offenbarung 3, was wir vorhin gelesen haben, dass es eben Menschen gibt, die aufgrund des Glaubens erhöht werden. Und andere müssen zusehen, ja. Sie müssen hochschauen. Und ich wünsche mir, dass ihr alle oben steht, ja. Ich wünsche mir nicht, dass einer von euch einer derjenigen ist, der zuschauen muss. Ja, das würde ja bedeuten, dass ihr noch Diener der Synagoge Satans wärt. Das will ich nicht. Also nehmt euch das Thema echt zu Herzen. Nehmt euch das bitte, bitte zu Herzen. Ich habe jetzt nochmal, aber das habe ich jetzt im anderen Beitrag gesagt, die Tage schon mal, der geht mir echt nach. Also der Psalm 1 war wie mit der Offenbarung 3, das ging mir auch ewig nach.
Ah, das muss ich jetzt noch mal schauen. Ich gucke gerade mal kurz in der Schlachterversion, dort stand es. Müssen wir jetzt mal dann nochmal, aber das könnt ihr ja auch mal machen. Geht ja mal in andere Versionen rein, Psalm 1. Ja, es war in der Schlachter, in der mir das so begegnet war. Und zwar Psalm 1, Vers 5. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht. Noch die Sünde in der Gemeinde der Gerechten, ja. Also die Sünde in der Gemeinde der Gerechten. Wer sind die? Das sind genau die, von denen Paulus da spricht, die ja sich bei denen da keine Veränderung stattfindet, ja. Und eine Veränderung findet auf jeden Fall statt, wenn wir uns Gott komplett hingegeben haben. Also, heute einiges drin für euch. Vielleicht müsst ihr es euch nochmal anschauen. Ja, ich habe sonst nichts mehr. Doch ein bisschen länger geworden jetzt, aber ich hoffe, dass es euch Frucht gebracht hat. Nehmt das Thema an Geld hängen ernst. Und das sage ich nicht, weil ich euer Geld will. Ich würde den Dienst so oder so machen. Wenn ich im Zelt leben würde, würde ich diesen Dienst machen. Und ich bin dankbar, dass der Herr mir ganz viel Gnade gegeben hat, dass ich eben ganz viele Dinge alleine machen kann und eben da niemanden einstellen muss dafür, sondern er mir da einfach ganz viel Gnade gegeben hat in der Umsetzung. Und er mir auch immer wieder sagt, bleib integer, ja. Das heißt, ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass ich jeden Monat 3 Millionen brauche, um irgendeinen Dienst am Laufen zu halten, ja. Es ist einfach nicht der Fall und ich glaube auch nicht, dass es so weit kommen wird. Also habe ich nicht so im Herzen. Also da geht es mir jetzt wirklich nicht darum, dass ich da euer Geld will, aber es ist einfach eine wichtige Sache. Und es wird zu wenig darüber gesprochen. Warum? Weil viele leider, glaube ich, selber mit diesem Thema noch zu kämpfen haben und da noch nicht safe sind. Ja, da einfach noch nicht in der Wahrheit stehen. Weil sie vielleicht selber, ja, einfach Angst davor haben und da einfach nicht im Glauben wandeln. Ja, also ich habe heute nichts mehr. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Da wird es dann mal einen Auszug aus dem neuen Buch geben, das noch nicht fertig ist. Aber da soll ich über eine Sache reden. Ich habe es auch schon hier. Eigentlich wollte ich das heute drehen. Da geht es um das Thema Motivation. Na, das passt ja dann nächste Woche dazu. Machen wir das dann nächste Woche. Heute sollte ich dieses Video drehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Shalom.